next time I'll be true. Beim ausgelassenen Kanzlei-Karaoke weiß Ingo Lenzen noch nicht, welch heikle juristische Aufgabe ihm bevorsteht. Sarah, die Musik. Sarah! Ach, na, ihr seid ja gut drauf. Ja, schön, dass du anrufst. Ja, ich habe einen neuen Fall reingekriegt und der ist auch ein bisschen ernster. Aha. Und zwar hat mich gerade eine junge Frau angerufen, 25 Jahre ist sie alt, Sina Lorenz heißt sie. Und sie hat mir erzählt, dass im Internet Nacktfotos von ihr aufgetaucht sind. Und die war jetzt auch wirklich fix und fertig mit den Nerven. Okay. Weiß man, wie die Bilder ins Netz gekommen sind? Nee, eben nicht. Also wie sie da reingekommen sind, weiß man nicht. Ihr könnt euch das ja mal angucken. Ja, bitte. Also, sie hat sich dazu jetzt nicht geäußert. Ne? Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr das alles mega peinlich war. Aber ich meine, das... Ja. Das ist ja eigentlich offensichtlich. Aber selber aufgenommen, ne? Ja, eben. Aber jetzt will sie die raus haben. Also dann bitte, setz dich mit dem Provider in Verbindung, unser Standard schreiben und fordere ihn auf, dass er die Bilder aus dem Netz entfernt. Okay. Und dann bitte, tu mir einen Gefallen, schick uns gleich die Adresse von der jungen Dame und komm du bitte dahin, damit wir gemeinsam diesen Termin wahrnehmen können. Ich glaube, es ist angebracht bei so einem Thema, dass du als Frau unterstützt. Ja? Dann treffen wir uns gleich da. Gut, bis später. Ciao. Bis dann. Tschüss. Sina Lorenz' selbstgeschossene Intimfotos sind bereits älter und kursieren offenbar schon länger im Netz. Doch erst heute wurde die Erzieherin mit ihren längst vergessenen Jugendsünden konfrontiert. Ausgerechnet am Arbeitsplatz. Ich weiß, dass es um Fotos und Nacktfotos von ihm geht, die im Netz aufgetaucht sind. Ja, genau. Die müssen wir jetzt nicht anschauen. Also ich muss sie nicht sehen. Okay. Wirklich, da können Sie super. Ganz ruhig sein. Aber erzählen Sie mir trotzdem noch mal bitte, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Okay, also ich arbeite als Erzieherin in einem Grundschulhort. Hallo. Hallo. Hi Kevin, alles cool? Ja. Sehr schön. Hey Sina, wie geht's denn heute mit deiner Hand? Ach, der Arzt hat gesagt, ich muss den ein bisschen schonen. Das heißt, wir können heute nicht so viel toben. Bedeutet, Touren fällt aus. Aber wir machen was anderes Cooles, okay? Geh dann schon mal vor zu den Jungs, ne? Und wir sehen uns nachher, okay? Ja, tschüss, ja, Papi. Tschüss. Gleich. Ja, aber vielleicht können Sie mir ja mal was vortonen. Und ja, hat dann so ganz komische Kommentare mir gegenüber abgelassen, sag ich mal. Na komm, so schüchtern sind sie doch gar nicht. Hm? Hat dann total irgendwie hämisch gegrinst und hat so sexuelle Anspielungen gemacht und ich verstehe ja, hier verdient man nicht so viel. Dass man sich da so ein bisschen was dazu verdient, ist ja okay. Das müssten Sie mir noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Na, also, ich würde sagen, das hier. Das sind doch Sie, oder? Ja, und dann hat er sein Handy rausgeholt und mir eben diese Fotos gezeigt, die Sie auch gesehen haben. Wo haben Sie diese Fotos her? Von der Internetseite. Ich, bitte zeigen Sie die niemandem, ja? Ich muss, ja. Es darf auf keinen Fall jemand erfahren. Ich habe dann hinterher den auch noch mal kontaktiert, den Vater, und er hat mir die Fotos auch noch mal zugespielt per Link. Okay. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Fotos unbedingt irgendwie verschwinden. Ja. Auf keinen Fall darf die irgendwer sehen, vor allem nicht mein Verlobter. Mhm. Genau. Okay. Warum vor allen Dingen nicht Ihr Verlobter? Meinen Sie nicht, dass er Sie unterstützen würde? Oder? Ja, schon. Mein Verlobter ist super, der würde mich auf jeden Fall unterstützen. Aber es geht gar nicht. Verstehen Sie, ich fange gerade ein komplett neues Leben an. Wir heiraten demnächst. Ich habe ein Stiefkind, den Joshua, der ist hier auch auf dem Foto zu sehen. Und, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt gegen die Verbreitung solcher Fotos vorgehen kann. Also wenn wir wissen, wer das gewesen ist, wer sie ins Netz gestellt hat, dann können wir gegen den vorgehen. Das einmal, indem wir eine Unterlassungserklärung begehren. Auf der anderen Seite können wir auch die Staatsanwaltschaft. Hallo Sina. Ach, hi Joshua, mein Lieber, ne? Wie war die Schule? Gut, ich habe heute eine 1 in Mathe bekommen. Oh, sehr schön, super. Ist alles okay mit deinem Arm? Ach ja, du weißt ja, wird besser. Besser. Guten Tag. Hallo Annette. Hallo. Ja, Annette, das ist Herr Lenzen, mein Anwalt, und Frau Grüner, seine Assistentin. Das ist Annette, die Mutter von Julians verstorbener Frau. Ah, okay. Und wozu brauchen wir einen Anwalt im Haus? Das ist meine Privatangelegenheit. Hm. Wollen wir vielleicht sonst draußen weiter sprechen? Ja, natürlich. Mein Schatz, tust du mir den Gefallen und spielst mit Oma oben ein bisschen, ja? Komm, Joshi, wir gehen nach oben. Die
Annette ist nicht so gut, auf mich zu sprechen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, okay, dass sie nicht mithört. Das ist auch irgendwie eine komische Situation, so, oder? Ja, mit der Mutter der verstorbenen Frau unter einem Dach zu wohnen. Ja, ja, es ist super schwierig. Wir haben nicht das beste Verhältnis, leider. Ja. Sie ist schon vor 5 Jahren hergezogen und ich jetzt auch letztes Jahr. Und genauso ist dann die Wohnsituation, wie du schon sagst, ein bisschen schwierig tatsächlich, ja. Ja. Okay. Genau. Jetzt erzählen Sie uns doch bitte mal, wie es zu diesen Fotos gekommen ist. Haben Sie die wirklich selber gemacht? Ja, ja, habe ich. Das ist jetzt, ich war 19, also ist jetzt 6 Jahre her. Ja, und ich habe sie tatsächlich dummerweise selber gemacht. Sie müssen sich bitte nicht rechtfertigen, doch, ist alles okay. Es ist so eine dumme Geschichte gewesen und oh Gott, es ist so peinlich alles. Und ja, ich habe sie halt damals für meinen Ex-Freund gemacht. Ja. Und ja, und habe sie ihm, also nur ihm halt zugeschickt. Und dann, als wir uns getrennt haben, habe ich die Fotos auch gelöscht sofort. Und ja, er anscheinend eben nicht. Und genau, so ist das dann halt gekommen. Können wir da irgendwas machen, damit sie jetzt schnellstmöglichst irgendwie verschwinden? Ich kann das nicht riskieren, dass das noch irgendwer sieht. Also ich habe schon den Internetprovider kontaktiert, ne? Und ich habe den schon beauftragt, die Fotos von der Webseite löschen zu lassen. Oh Gott, also, okay. Ne, okay. Da brauchen sie jetzt nicht ganz so beunruhigt sein. Also wir hoffen natürlich, dass das seinen Gang also, geht. Also was wir natürlich auch machen können und was wir auch machen werden, ist, dass wir den Ex-Freund auffordern werden, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Ja, das bedeutet, er verspricht, dass er es nicht nochmal tut, dass er die Bilder nicht nochmal ins Netz setzt. Mhm. So, wenn er dagegen verstößt, dann verpflichtet er sich, an Sie einen gewissen Geldbetrag zu bezahlen. Ja? Okay, gut. Das klingt gut. Ne? Das soll ihn eigentlich davon abhalten, es wieder zu tun. Dann können wir natürlich auch noch die Staatsanwaltschaft informieren. Ich meine, das ist ein Verstoß gegen ihr ja, höchstes Persönlichkeitsrecht. Ja, ne? Ja. Definitiv, ja. Und das darf der nicht tun. Die Anzahl der Ex-Partner, die sich durch die Verbreitung von Nacktaufnahmen rächen, nimmt ständig zu. Mit verheerenden Folgen. Denn wer wie Sina Lorenz seinem Schwarm arglos Intimfotos schickt, bedenkt meist nicht, dass er damit vielleicht seine Zukunft zerstört. Was einmal im Internet ist, bleibt auch im Internet. Hast du recht. Ja. Genau, das ist das Ding. Ich meine, versteh mich mal nicht falsch, aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wenn ich irgendjemanden, und ich meine, heutzutage weiß man das einfach, egal, was ich ins Internet stelle, es bleibt im Internet. Und das weiß ich natürlich auch, bevor ich das irgendwie jemanden schicke. Also versteh mich da nicht falsch, wenn ich sage, sie hat einfach ein bisschen darauf achten müssen, was sie tut. Ja. Und jetzt steht sie da und sagt, oh, Hilfe, Hilfe, meine Bilder werden überall gesehen. Ja, das ist doch ihre Schuld. Na, guck mal, ich finde, so ganz so kann man das jetzt auch nicht sehen. Ne? Ich meine, guck mal, die war jung damals, sie war 19, ne, und verliebt und ich finde, da kann einem das schon mal passieren, dass man irgendwie seinem Freund mal ein paar schöne Bilder schickt und dass man da sich nicht so viele Gedanken drum macht, ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinem Ex auch schon mal so ein paar Bildchen von mir geschickt, ne? Aber ich habe halt immerhin drauf geachtet, dass man mich nicht erkennt. Ben hat völlig recht. Du musst dir natürlich darüber bewusst sein, was du machst und welches Risiko du eingehst, wenn du sowas ins Netz stellst. Bin ich bei dir, ja? Aber Sarah hat natürlich auch völlig recht, wenn sie sagt, die hat das ja im Vertrauen darauf gemacht. Mhm. Und wir dürfen eins nie vergessen. Sie ist Opfer. Darum trifft Ingo Lenzen am Folgetag alle Vorbereitungen, um zu verhindern, dass die heiklen Selfies seiner Mandantin erneut im Netz landen. Denn auch eine Kränkung durch die Trennung gibt Marc Riedel nicht das Recht, seine Ex derart bloßzustellen. Vielleicht hat er auch gute Gründe oder entschuldigt sich oder wie? Was auch immer. Na, kann doch sein. Hä? Vielleicht ist er ein Lieber. Was ist mit dir los? Ich möchte nur so sein wie du. Hi. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Lenzen, ich bin Anwalt, das ist der Handgemeier-Mitarbeiter. Hi. Wir vertreten die rechtlichen Interessen von Frau Lorenz, ihrer Ex-Freundin. Meine Ex-Freundin schickt einen Anwalt? Ja. Haben Sie eine grobe Ahnung, warum? Nein. Es geht um die Fotos, die sie Ihnen damals geschickt hat. Die Nacktfotos. Hm? Ich weiß nicht, welche Fotos Sie meinen. Siehst du, genau das ist das Ding. Was meinen Sie, Sie wissen nicht, welche Bilder wir meinen? Sie wissen doch ganz genau, dass Ihre Ex-Freundin damals Bilder geschickt hat, die Sie hochgeladen haben. Ich bin dafür, dass sie klein in hübschen Strümpfen vor den Spiegel stellt und mir dann später ein Foto schickt. Ja. Bester Mann. Ja, sie hat sie aber freiwillig geschickt. Ja, selbstverständlich. Er hat sich erinnert. Ging schnell, ne? Sarah ruft, dann springt er da, ja? Ja. Können wir mal kurz reingehen, bevor die Nachbarn was mitbekommen? Na klar. Also, jetzt hören wir mal auf hier mit dem Spielchen. Ja? Sie haben Fotos zugesandt bekommen und Sie haben diese Fotos ins Netz gestellt. Warum auch immer. Ist mir auch egal. Die Fotos, also ich habe das schon mehrere Jahre her, als ich die Fotos bekommen habe. Ja. Ich habe aber nichts ins Netz gestellt. Sie haben nichts ins Netz gestellt? Nein. Okay, mach's mal kurz. Sie wissen, was eine IP-Adresse ist? Ja. Und Sie können sich ja sicherlich vorstellen, dass ich in der Lage bin, über Ihre IP-Adresse nachzuverfolgen, was Sie damit gemacht haben. Unter anderem auch, diese Fotos Ihrer Ex-Freundin ins Netz zu stellen. Ja.
Also ich... Schluss mit der Gegenwehr. Ich geb's jetzt zu. Also, wie lange ist es her? 5 bis 6 Jahre. Gut, aber jetzt sind Sie aufgetaucht. Und da Sie es einmal gemacht haben, hat meine Mandantin einen Anspruch darauf, dass Sie erklären, es nicht mehr wieder tun zu wollen. Und dazu habe ich eine vorbereitete Unterlassungserklärung mitgebracht. Da steht drin, dass Sie versprechen, das nie mehr wieder zu tun. Und für den Fall, dass Sie es wieder tun, erklären Sie sich bereit, einen Schadensersatz oder ein Schmerzensgeld zu bezahlen in Höhe von 5.000 Euro. Okay, also ich gebe es ja zu, ich habe damals aus Wut und Eifersucht die Bilder. Schau mal, ich will die Gewissheit haben, dass es nicht nochmal passiert. So, das ist das Schreiben, in dem steht die Unterlassungserklärung. Also, dass Sie das nicht mehr wieder tun, hier unten einmal bitte unterschreiben. Können Sie mit der Hand? Diese Unterlassungserklärung, gilt die auch rückwirkend? Nein, die gilt nur ab dem heutigen Tage. Wieso? Ich frag bloß. Gibt's da noch irgendwas? Nee. Nein, ich frag bloß. Also, einmal unten rechts unterschreiben. Wir schicken sie Ihnen dann nochmal zu. Riedel, das ist Ihre Unterschrift? Gut. Das ist meine Unterschrift, ja. Können wir noch lesen. Sehr gut. Alles klar. Prima. Also, Herr Riedel, wenn Sie es nochmal machen, für jeden Verstoß 5.000 Euro. Ja, das ist 6 Jahre her. Die Fotos wir machen es immer wieder. Ja. Alles klar. Gut. Dankeschön. Schönen Tag. Ja, tschüss.